Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial über die Beinfunktion. Wir fangen dann mal an und laden uns mal das Skript runter. Hier auf unserer Wiki-Seite klicken wir mal auf GM3, Integration in MATLAB. Und ganz unten können wir die Messdaten herunterladen. Das habe ich vorhin schon gemacht. Und im zweiten Stichpunkt können wir uns das Skript anschauen. Was wir jetzt machen werden, wir öffnen mal MATLAB. Davor können wir diesen ganzen Code mal selektieren und kopieren. Wir öffnen MATLAB. Wir erstellen ein neues Skript. Das nennen wir mal irgendwie. Sagen wir mal Kraftdaten. Speichern das auf den Schreibtisch. Und alles klar, bevor wir dann irgendwie was machen, natürlich können wir hier das Skript schon mal einsetzen, benötigen wir den Datensatz. Den öffnen wir mal, der befindet sich hier auch auf dem Schreibtisch. So, hier sehen wir jetzt unseren Datensatz. Was macht das Skript jetzt also? Wir laden diesen Datensatz. Wir wählen das Zeitfenster aus. Das kennt ihr ja schon aus dem GM3 MATLAB Tutorial. Und wenn mich nicht alles täuscht, können wir jetzt auf Ausführen gehen und wir bekommen ein paar nette Fenster zu sehen. So, was sagen uns diese Fenster denn jetzt eigentlich aus? Hier haben wir die reinen Kraftdaten. Und zwar sind das die Daten des stationären Hüpfens eines bestimmten Probanden. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein Proband springt auf einer Kraftmessplatte. Er holt aus, drückt sich ab und ist in der Luft. Dann landet er wieder, drückt sich wieder ab, ist in der Luft. Landung, Abdruck, Luft. Und so geht das immer weiter zum Schluss. Wenn er nicht mehr hüpfen möchte, pendelt er sich langsam wieder ein. Mittels numerischer Integration haben wir auch die Geschwindigkeit des Körperschwerpunktes herausfinden können. Das ist diese rote Kurve hier. Und mittels zweifacher numerischer Integration haben wir auch die Bahn des Körperschwerpunktes ermitteln können. Das ist die Y-Bahn und mit dieser Y-Bahn wollen wir jetzt arbeiten. Und zwar wollen wir daraus die Längenänderung des Beines während des stationären Absprungs ermitteln bzw. berechnen. Also gut, wie müssen wir da vorgehen? Wir scrollen mal runter. Genau. Und definieren einen siebten Abschnitt. Abschnitt Nummer 7, da geht es um die Bestimmung des Absprungs und Landezeitpunkts. Also Ops Nummer 7, Bestimmung, Absprung, Landung. Was benötigen wir dafür? Für die Bestimmung der Flugphase. Flugphase ist in unserem Fall R gleich Flugphase. Benötigen wir ein leeres Array. Wie schon angedeutet, das nennen wir R, bestehend aus ganz vielen Nullen, also aus Zeros. Und dieses Array soll folgende Länge haben. Es soll so lang sein wie unser Array für die Beschleunigung. Wenn wir soweit sind, können wir mit unserer Schleife anfangen, die jeden Kraftwert mit dem Grenzwert von 10 Newton vergleicht. Also schreiben wir for n. Unser Iterator ist am Anfang 1 und iteriert so lange, wie das Array AY lang ist. Beenden wir zuvor mal die Schleife. Wir sagen, wenn die gemessene Kraft kleiner als 10 Newton ist, natürlich beenden wir das hier auch, dann setzen wir den Eintrag in unserem R-Array gleich 1. Die Frage, die wir uns stellen, ist jetzt, warum beziehen wir uns hier auf die erste Zeile und die nte Spalte? Schauen wir uns doch einfach mal unser FY-Array an. Wir haben hier die verschiedenen Newton-Werte. Hier haben wir den Wert 815 Newton.
Das sagt uns aus, dass der Proband ungefähr 82 Kilo wiegt. Ihr wisst ja, die Erdanziehungsbeschleunigung ist ungefähr 10 Meter pro Sekunde Quadrat. Wir rechnen also Newton durch G, also durch diese 10, und erhalten somit 81,5 Kilo ungefähr. Genau, das heißt, jetzt stellt der Proband sich auf die Kraftmessplatte, es wird das und das gemessen, und irgendwann einmal, ich weiß nicht wann genau, wird das immer weniger. Wir sehen hier jetzt in der Spalte 945, haben wir nur noch Werte von 17 Newton. Wir gehen immer weiter, immer weiter, immer weiter und sehen hier sogar Werte unter 10 Newton. Das heißt, wir können ausgehen, dass der Proband sich in der Luft befindet. Den Kurvenverlauf haben wir ja gerade schon gesehen. Okay, jetzt haben wir das Luftarray bestimmt. Überall dann, wenn er in der Luft ist, haben wir eine 1. Dann machen wir mal weiter. Wir definieren einen Anstieg. Zur Berechnung von Differenzen aufeinanderfolgender Werte stellt MATLAB den Diff-Befehl bereit. In unserem Beispiel führen wir den Diff-Befehl auf unserem Air-Array aus. Und es wird eine 1 eingetragen, wenn der Wert von 0 auf 1 schaltet, sprich wenn der Proband abspringt. Und eine minus 1 wird eingetragen, wenn der Proband landet, sprich wenn von der 1 auf die 0 umgeschaltet wird. Schauen wir uns dann mal an, ob das auch wirklich stimmt, was ich gerade erzählt habe. Wo haben wir hier unsere Anstiegsvariable? Ah, noch gar nicht. Das Skript müssen wir erst einmal ausführen. So, jetzt müssten wir hier unseren Anstieg haben. Den öffnen wir mal und wir sehen... Sehen wir hier irgendwo Einsen? Okay, sehr, sehr wenige Einsen sehen wir hier. Aber es gibt welche und diese wollen wir jetzt finden. Und zwar programmieren wir mal ein bisschen weiter. Wir geben ein den Zeitsprung für den Absprung. Zeitpunkt für den Absprung. Den legen wir fest auf Finde... den Anstieg oder im Anstiegsarray, wenn der Wert gleich 1 ist. Semikolon, das können wir kopieren und einfügen. Hier haben wir jetzt den Zeitsprung für die Landung. Auch hier suchen wir wieder in unserem Anstiegsarray Werte, die minus 1 betragen. Auf diese Art und Weise ermitteln wir die Landezeitpunkte. So, im letzten Schritt, dem Schritt Nummer 8, müssen wir nur noch die Längenänderung des Beines berechnen. Das machen wir so. Wir nehmen das Delta L und suchen uns aus dem Y-Wert, den wir schon in unserem Skript berechnen. Suchen wir uns die erste Zeile aus. Davon nehmen wir den Landezeitpunkt. Ganz wichtig, hier füge ich mal die Kommentare Absprung, Landung ein. Okay, hier haben wir also TD, was für Touchdown steht, sprich für die Landung. TO steht hingegen für Takeoff, für den Absprung. Genau, wir schauen uns hier den ersten Eintrag an. Von der Landung, sprich dem Touchdown, bis zum Takeoff. Das ist die Zeitspanne, in der der Fuß in Kontakt mit dem Boden ist. Dies ermöglicht uns genauer, das federartige Verhalten des Beines zu untersuchen. Und das Ganze rechnen wir minus dem Y-Wert, sprich der Position des Körperschwerpunktes zum Zeitpunkt der Landung, dem Touchdown, und zwar unmittelbar bevor das Bein sich anfängt zu verkürzen. Dann können wir auch anfangen, die Längenänderung des Beines gegen die Bodenreaktionskraft zu plotten. Wir geben einfach mal den Plot-Befehl ein. Und zwar haben wir hier auf der X-Achse die Längenänderung des Beines und auf der Y-Achse die Bodenreaktionskraft. Und davon schneiden wir dieses Zeitfenster aus, da die Vektoren dieselbe Länge haben müssen. So, wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir einfach mal auf Ausführen. Und wir sollten genau diese Grafik hier erhalten. Wir schließen mal alle Fenster und führen diesen Befehl separat aus und erhalten diese Kurve hier. Was sagt uns diese Kurve jetzt? Dieser Graph zeigt bei der Verkürzung des Beins, sprich bei der Landung, eine geringere Bodenreaktionskraft
als bei der Verlängerung, sprich beim Abdrücken. Das bedeutet, dass die Flughöhe im nächsten Absprung zunehmen wird. Dabei stellt die Fläche, die von einer Kurve eingeschlossen wird, eine Energiemenge dar. Wird die Fläche im Uhrzeigersinn umschlossen, wird der Bewegung Energie hinzugefügt und die Sprunghöhe nimmt zu. Bei einer entgegen dem Uhrzeigersinn umschlossenen Fläche wird Energie absorbiert, sodass die Sprunghöhe verringert wird. Dann wär's das von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen.